Willkommen zu einer neuen Folge Fest mit Phobia mit dem Phasmo-Profi Levis Gray. Ja, hallo, guten Abend. Sehr schön, dass du dich so spontan überreden lassen hast, mit mir nämlich die Weekly zu machen. Es gibt nämlich hier jetzt neben dem Schwierigkeitsgrad Wahnsinn einen Herausforderungsmodus. Und der bedeutet in diesem Fall, dass wir den dreimal schaffen müssen. Und zwar, guter Geisteszustand ist knapp, besonders ohne Pillen oder Licht. Sei vorsichtig mit diesem Albtraum eines Geistes. Finde den korrekten Geistertyp heraus in 10 Rich Read Court. Das haben wir jetzt ausgesucht. Es gibt auch hier keine Ausrüstung. Die bekommen wir gleich. Und da würde ich sagen, gehen wir rein. Klatsch, klatsch. Ready machen. Los geht's. Genau, und wir haben ja schon gesehen, die Affenpfote ist neu. Hast du den Wahnsinnsmodus schon gespielt? Ja, ne? Ja. Ja, das Problem ist halt, das Problem ist halt, wenn du wirklich Phasmo mainly streamst, dann ist der Insanity-Modus sozusagen fast schon der neue Standard irgendwie gefühlt, weil keiner der, ich sag mal, Main-Phasmophobia-Streamer noch Albtraum spielen wird, weißt du, ich meine, weil ja. Die wollen ja alle irgendwie als Experten durchgehen und so und deswegen. Ganz schwieriges Thema halt, okay. Was das angeht. Wie gehen wir jetzt hier am besten vor? Weil wir haben ja Licht. Ja, Licht haben wir. Das ist im Prinzip, so wie ich das jetzt mir vorstelle, also ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich ein Low-Sanity, Null-Sanity-Run. Das heißt, ich denke mal, dass wir direkt in Hunting-Range sein werden. Und ist es jetzt Wahnsinn? Das wahrscheinlich, ne? Also, es stand nichts da. Also ich gehe mal davon aus, dass wir Beweise finden können. Aber das Problem, was ich hier sehe, ist, guck mal hier, wir kriegen ja Ausrüstung gestellt in diesen Herausforderungsmodus. Keine Räuchis, ne? Keine Räucherstäbchen, genau. Deswegen würde ich empfehlen, dass wir mit Kruzi in der Hand reingehen, weil wenn er jetzt gleich doch handen sollte und wir sind genau am Anfang und er auch, dann sind wir tot. Okay, das heißt, du haust den direkt da rein. Ja, so gesehen ja. Also ich würde da jetzt einfach reinlaufen und erstmal sofort gucken, ob man sich irgendwie verstecken kann. Kannst okay. Auch hier durchs Fenster luschern. Guck mal, dann kannst du hier sehen, ob hier ein Versteck ist. Aber ist nicht. Normalerweise ist ja hier neben dem Kamin immer eins. Weißt du, dass sie lieber umbringen vom Geist, anstatt die Pflanze einfach zu verrücken. Soll ich mal reinschmeißen hier? Ja, du kannst erstmal mitkommen. Wir haben die Voodoo-Puppe. Hier ist ein Versteck. Notfalls eins für dich, eins okay, für mich. Nice. Okay. Oh, er ist hier in der Nähe. Ich habe irgendwo die ja, Tür. Ja, hier. Gehört. Okay, ich schmeiß hier das Kruzi hin. Okay, soll ich meins behalten? Ja, kannst du machen. Hast du ein EMF-5? Nee, das war ein EMF-2. Nee, zwei. Ne? Ich hol mal kurz meine anderen Sachen noch. Jo. Kriegen wir jetzt überhaupt Beweise? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube ja. Okay. Oh, der Stromkasten ist defekt. Okay. Dann hole ich mal meine Geisterbox, okay? Jo, ich hole auch noch ein bisschen Stuff. So, let's go. Okay, wenn er kommt, renne ich in den Spind, ne? Genau, hast du jetzt nur die Geisterbox mitgenommen oder sonst noch irgendwas? Die Geisterbox und EMF. Ja, bist du hier? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Wie old? Okay, er hat geschrieben. Der gemacht hat, ist mir ins Ding gekotzt. Also, nein, das war ich. Echt jetzt? Nein, im das Ernst? Das war die Revanche. Das oh war die Mann! Revanche. Das war die Revanche für letztes Mal. Das musste sein, genug. Das musste Schwein. Sein jetzt. Jetzt aber, das warst du nicht. Das war ich nicht, das stimmt. Ich dachte schon, neuer Soundeffekt. Okay, Beweise. Geisterbox, let's go. Gib uns ein Zeichen. Im F2. Was bringt denn eigentlich die Voodoo-Puppe? Dass er uns Beweise zeigt oder huntet, ne? Die Voodoo-Puppe sorgt für Interaktion. Das heißt, wenn du Pins reinsteckst sozusagen, sorgen alle Pins, die nicht ins Herz gehen, für eine Interaktion. Also Tür ist eigentlich nicht schlecht, dann kann ich ja nach EMF gucken, ne? Ja, aber das Problem ist, wenn es ins Herz geht, hast du eine Jagd. Dann verstecke ich mich einfach, ganz selbstbewusst. Ja, kannst du probieren. Dann würde ich das aus dem Schrank heraus machen, aber warte, bis ich drin bin, weil ich komme gerade durch die Tür. Achso, okay, hoch. Oh, er schmeißt was. Oh Gott, nee, Event, okay. Er ist hier, EMF4. Er ist ja hier. Ja, kann sein. Nehme mal ein Kruzi und schmeiß es mal lieber da rein. Genau, also ich würde eins hier machen. Hallo, ich sehe da hin. Also. Ja. Oh, fuck, ich dachte gerade, der huntet. Durch Salz gesteppt. Ich habe auch keine Orbs gesehen. Also würde ich sagen, Mimik ist jetzt auch erstmal raus. Wobei ich werde aber vorsichtig erstmal. Doch, das denke ich. Er ist wieder in Salz gesteppt.
Ja, kannst das Gespenst dann durchstreichen. Im F2. Jo. Gespenst durchstreichen, sagst du, okay. Ich habe Angst, komm mal wieder rein. Ja, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Oh, Tür. Im F2. Ich bin der Meinung, vielleicht... Ja, das war Herz. Oh, shit. Nein, ich bin tot! Nein! Schande über mein Haupt. Oh Gott, ey. Ja, okay, wir hatten halt so einen. Ja, ich auch. Oh, es tut mir so leid, ich habe zu spät gecheckt, dass es Herz war. Das Ding ist, mir ist gerade aufgefallen, okay, Moroi war's. Mir ist gerade aufgefallen, dass es anscheinend doch der Wahnsinn-Modus ist, weil der Geist ist nach einer Sekunde sofort losgelaufen und das tut er nur im Wahnsinn-Modus. Also. Wahnsinn! Warum ja, stichst du warum mir stichst du in mein Herz? Ja, genau. Na, genau so. Das wollte ich Herzi, auch gerade sagen. Herzi. Okay, jetzt aber keine Scheiße mehr. Jetzt konzentrier dich mal. Es tut mir leid. Was das Gute ist, egal wie oft wir sterben, wir müssen nichts ausgeben. Das ist geil. Und vor allem, heißt es jetzt, ist es eigentlich so ein Free-Kill-Streak? Also wenn wir einmal sterben, müssen wir es nochmal dreimal machen? Nein. Okay, ja, dann nicht. Ist doch egal. Also, nee, müssen wir nicht. Also dreimal insgesamt einfach in der Woche schaffen. Okay, also niemals ein Geistesherz brechen, Leute. Ich glaube, wenn jeder fürs Herzbrechen weggehandelt werden wird, gäbe es keine Menschen mehr. Gib uns ein Zeichen. Gib uns... Spricht aber jemand aus Erfahrung, du. Ich habe ganz oft Herzi gebrochen bekommen. Gib uns ein Zeichen. So. Ja. Ach so, jetzt packen wir uns in die Opferrolle. Okay, ich bin das Opfer. Oh shit, das ist zu. Warst du bisher nur das Opfer bis jetzt? Nee, ich habe auch beendet, aber ich finde, ich habe immer rechtzeitig angekündigt. So. Also es gab schon immer ein Jahr habe ich immer Zeit gegeben, um sich zu ändern. Aber ich habe nie jemand betrogen, ich habe nie jemand verarscht, aber ich wurde halt betrogen. Also einer meiner Partner hatte 2 Jahre eine Affäre mit einer Freundin, der andere ist fremdgegangen, also ja, wild. Aber egal. Wo haben wir jetzt ein Versteck? Ich suche gerade selber, also hier hinten ist eins, hinter der Küche sozusagen, okay. Das Master Bedroom. Ah ja. Ja. Ansonsten gib uns ein Zeichen. Versuche ich gerade rauszufinden, wo er ist. Je. Yeah. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bestimmt ist der oben. Aber ihr seht, Leute, ich lebe noch. Man überlebt alles. Jeden Herzi-Schmerzi. What doesn't kill you, make you stronger, sagt sich der Geist gerade auch. Ja, teilt halt eine Runde. Ja, passt alle. Gib uns ein Zeichen. Er ist absolut still gerade. Ja. Ich sehe auch keine Orben, nichts. Hier ist aber ein bisschen der Schrank offen. Gib uns ein Zeichen. Also den Schrank, ach so. Wir haben auf jeden Fall hier oben ein Versteck notfalls. Okay. Gib uns ein Zeichen. Oh, was warst du? Gib uns ein Zeichen. Wo ist das Versteck oben? Hier. Gib uns ein Zeichen. Hier. Der Schrank hier im Zimmer. Ah, okay, super. Je, okay. Gib uns ein Zeichen. Wieso? Ja, gleich. Ich glaube, wir spielen ein bisschen risky, komm. Was willst du tun? Wir suchen uns jetzt einen verfluchten Gegenstand und triggern einfach eine Hand und versuchen so rauszufinden, welcher Geist es ist. Ich finde, das ist einfach deutlich einfacher, weil klar kannst du verkacken, aber... Die Chance besteht, dass du einen Geist bekommst, den du halt sehr leicht durchs Hören halt rausfindest, ne? Ja. Gib uns ein Zeichen. Oder musst du alleine rein? Nö. Du kannst erstmal herkommen. Okay, drück mal. Also Taschenlampen aus. Er ist gar nicht hier in der Nähe. Unten. Muss ich die Taschenlampe wegschmeißen? Nee.
Hast du eigentlich deinen Push-to-Talk an? Ja. Also, dass du nicht auf Dauer senden bist, ne? Nee, der hört mich schon, wenn ich rede. Ja, dann mach mal Push-to-Talk an, dann können wir uns währenddessen vielleicht ein bisschen unterhalten oder so. Audio. Push-to-Talk, so. Das Problem, okay, was ich sehe, ist... Ah, genau, warte mal kurz. Ist ja oben. Er wird wahrscheinlich gleich unten wieder handeln. Guck mal mit. Kann es sein, dass der... Oh, Hand! Mäh, mäh. Zurück in den Schrank. Ja, das Schwierige ist jetzt halt rauszufinden, was für Geist es ist, weil er ist unten. Schiat. Oh, du bist bei mir. Ja, ja. Du hast ihn mitgebracht. Das war ich am Sonntag. Das Unfaire an der Sache ist, wir hatten, letzte Woche war das, hatten wir, wo das Update halt rauskam, oder vor knapp 2 Wochen sogar schon, da war letzte Woche die Challenge im Prison. Mhm. Und da war das so, dass die Grundgeschwindigkeit vom Geist von vornherein schon auf 125% eingestellt war. Okay, und jetzt? Ist sie wie jetzt hoch? Das weißt du ja nicht. Das ist ja stimmt. Alles random. Weißt du nicht. Es könnte entweder ein schnellerer Geist jetzt sein oder es könnte halt... Das ist halt mies, ne? Weil wir wissen jetzt auch gar nicht, wo der ist. Der kann jetzt... Müssen wir das Kruzifix eigentlich nehmen, oder? Also ich glaube, er ist unten im Keller. Ich glaube auch. Aber sollen wir Kruzifix nehmen oder wie machen wir das? Ja, du könntest ein Kruzi mitnehmen. Du könntest ein Kruzi definitiv mitnehmen. Okay. Würde ich sagen, ich nehme dann Fingerprints mit, also UV-Lampe. Ansonsten bleibt halt eigentlich nicht großartig was übrig, ne? Wir werden sterben! Ach, wusstest du, dass wenn man dreimal stirbt, dass dann die Challenge vorbei ist? Sagst du? Ja. Ja, dann mal los, komm. Dann opfern wir dich jetzt. Nein. Doch. Nicht mein Prachtkörper. Look at my body. Apropos Prachtkörper, ich habe ja vorhin noch, wo ich auf dem Sofa gechillt habe, habe ich das Video gesehen von Rezo und Tia. Brutal, oder? Ganz ehrlich, brutal war ja die Jury, das meine ja, ich. Ja, also, ist absurd einfach nur, wirklich. Es ist so, Sendungen wird es auch gar nicht mehr geben, aber ich finde es brutal, dass es das überhaupt gab. Hier können wir uns gar nicht verstecken. Soll ich mal hier einen Kruzifix hinschmeißen? Ja! Ich weiß nicht, ob es vielleicht so schlau ist, wenn du es in der Hand hältst. Warum? Hilft es was? Ja, du wirst die neue Animation dann auch bemerken. Oh, was? Oh, Mama, checken. Was soll ich tun? Hilfe. Hierher komm. Wir bleiben jetzt aber auch hier hinter. Oh, komm mal her. Hier hinter. Komm mal her. Hier ist ein Versteck. Okay. Sehr gut. Aber er ist nicht unten im Keller, ne? Nee, der ist dann, so wie ich ihn gehört habe, eher so Küchenbereich, denke ich mal. Ja, auch gar kein Unterschied jetzt leider. Du kannst nichts raushören. Du könntest ein paar Tests machen. Du kannst sagen, es ist kein Deogen, ja, es ist kein Revenant, das könntest du auch sagen. Warum kein Revenant? Weil Revenant, die Geschwindigkeit wäre ein bisschen anders. Also ich gehe davon aus, dass es entweder Normalgeschwindigkeit oder 125% Geschwindigkeit ist. Da wäre die Geschwindigkeit deutlich anders. Ich suche mal ganz kurz im... Guck mal, hier ist auch ein gutes Versteck. Funktioniert eigentlich fast immer hinterm Klavier. Okay. Licht aus und einfach runterducken. Dann warten wir mal, bis er nochmal huntet, oder? Genau. Und hier ist es eigentlich ganz gut. Ich schmeiß mir die Taschenlampe auf den Boden. Kann ich nämlich ungefähr die Distanz abschätzen, falls es Miling sein sollte. Und Raiju würde dann schneller werden. Okay, er ist auf jeden Fall da, wo er eben gerade auch schon war. Mhm. In der letzten Runde. Ans Raiju durchstreichen. Okay. So. Also er ist hier. Deogen kann ich durchstreichen und Raiju. Jo.
Okay. Oh. Ist noch dabei. Nein! Das kann doch nicht sein, dass dieser eine Move uns bei. Das Hast kann du doch nicht. Ja, aber ich dachte, er wäre fertig. Es kann doch nicht sein, dass das uns umbringt. Willkommen bei Phasmophobia. Oh Mann! Das gibt's doch nicht, dass dieser eine Fehler. Oh, es war ein Shade. It's such a Shade. Ach Mann, ach komm jetzt, aber weißt du was? Wir machen uns alles, was du sagst. Ich halte einfach meine Schnauze. Na, wieso denn? Hab doch Spaß. Alles ich dachte, gut. Der wäre fertig. Ah. Nur im Tryhard-Modus hier. Ja, ich will es schaffen. Sei ein Gnu. Ist he. Du musst so wild sein wie Gnus auf der Wiese. Sei ein Gnu. Stampede! Genau, da hat jemand. It's such a shade, it's such a shade. Sag mal, fühlst du dich eigentlich schlecht? Was? Fühlst du dich eigentlich schlecht, dass du Mufasa damals von der Klippe gestoßen hast? Das waren nicht wir, wir wurden aufgehetzt von Hyänen. Aber ihr wart ja am Ende schuld daran. Nein, wir waren einfach nur aufgeschreckt. Hey, versuch ich die. Hey, das ist Whataboutism. Du gaslightest die Gnu. Gib uns ein Zeichen. Ich hol jetzt all unseren Stuff, ey, und ja. Bring ihn schon mal rein. Hast wieder eine Voodoo-Puppe, darf ich nochmal? Gib uns ein Zeichen. Du kannst dich ja mal triggern. Soll ich? Komm, da werde ich bestimmt nicht ins Herz treffen, oder? Nicht beim ersten Probier's Mal. Aus. Probier's aus. Ach komm, beim ersten Mal, da trifft man nie ins Herz. Ja, probier mal. Ich sag, du jinxst. Nee, ich höre nix. 3, 2, 1, gib ihn. Dann hast du mich, ne? Fuck my life. Ja, ja. Nice. Perfekt. Das war nicht witzig, Mann. Der war aber auf jeden Fall oben. Oh Gott. Da oben? Das gibt's doch nicht. Beim zweiten Mal hat er sich in mich verliebt. Also ich glaube, dass er oben gespawnt ist. Direkt schwanger. Der Geist war beim zweiten Schuss direkt schwanger. Schnell? Nee, ich sehe ihn nicht. Normal schnell, würde ich sagen. Ja, es ist aber wirklich ein Darth Vader. Ist fertig? Ja. Und der ist oben, sagst du? Ich glaube, ja. Es ging so schnell. Die Sau, ey. Oh, hier? Irgendwo ein Versteck. Hier. Gib uns ein Zeichen. Hier ist der. Der ist hier. Gib uns ein Zeichen. Ja, aber meinst du, weil er rumgeschmissen hat? Ja, nee, weil gerade ich hier einen Zweierausschlag hatte. Gib uns ein Zeichen. Oh, gib uns ein Zeichen. Wie spreche ich nochmal mit dem? Auf V? Ja. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Hier ist auf keinen Fall. Also hier unten nicht. Er muss oben sein. Oder aus dem Keller. Weiß es nicht genau. Gib uns ein Zeichen. Nee, Keller kann es auch nicht sein. Gib uns ein Zeichen. Nee, Keller ist es glaube ich auch nicht, weil die Tür war nur halb offen. So, dass er nicht durchgepasst hat. Oh fuck, hantet er wieder? Nee, gerade nicht. Ah, ich hole kurz weitere Sachen. Das Haus ist aber auch echt unfair in dem Modus. Da muss ich sagen, das ist echt schwer. Mit Low Sanity und ohne Räucherstäbchen ist schon nicht ohne. Vor allem, dass die sich. Der erste war so gut, der hat direkt gezeigt, wo er war. Ah, okay, du gehst wieder rein. Ich habe Angst gehabt allein. Gib uns ein Zeichen. Wenn der jetzt oben ist und uns entgegenläuft. Gib uns ein Zeichen. Glaubst du, er ist hier? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Bist du hier? Was willst du? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Rudi, gib uns ein Zeichen. Ja.
Die sind alle so still heute. Was ist denn los hier? Gib uns ein Zeichen. Die sind eingeschüchtert. Gib uns ein Zeichen. Nee, gib mir ein Zeichen. Ich kann nicht mehr. Na, das kennst du, aber eigentlich heißt es ja Schinken mit Engel, ja. Ne? Hey, alter Schinken, dass du den kennst. Ja, ey, klar, ich bin ja auch schon alt. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Oh nein. Okay, ich bin draußen, du bist drin. Ja. Hinter das Klavier. Ich gehe in meinen Schrank. Oder so, aber Licht aus. Und EMF auch. Ja, aber wo kam der jetzt her? Es war wieder hinten irgendwo. Der Sack. Es war nicht bei mir hinten beim Klavier. Es war, glaube ich, wenn dann da hinten, wo das Bett war. Aber das glaube ich nicht, weil da war die Tür vorhin zu. Das heißt, er muss irgendwie oben sein. Boah, es ist aber schnell geworden. Geht doch! Ich habe geübt heimlich. Das ist so wie Lilo und Stitch mäßig. Genau. Stitch. Lilo und Stitch. Ohana heißt Familie. Ohana. Genau, das kannst du gut. Ich kann das gar nicht. Ohana. 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 Wo ist denn der jetzt hergekommen? Von oben? Ich glaube hier irgendwo von... Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Oh. Irgendwo von hier. Aber hier hinten ist, glaube ich, die Tür nicht offen gewesen. Gib uns ein Zeichen. Ich guck mal oben die Temps an. Geist, gib uns ein Zeichen. Also hier glaube ich wirklich nicht. Wie penetrant du bist heute. Ja. Gib mir ein Zeichen. Ich glaube wirklich, dass es oben ist. Oben irgendwo... Hier. Ja, kannst du haben. Bin da momentan mit dem... Ist ja alles Tempo. Zu. Warte mal kurz, da ist noch auf. Ich glaube, du hast sogar recht, dass der hier ist. Gib uns ein Zeichen. Ah. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Sieht halt nicht so aus. Sollen wir vielleicht mal alle Türen zumachen und die offen ist, dann wissen wir es ja. Mhm. Na nee, wissen wir nicht, weil er rennt da ja durch. Wenn er uns endlich mal ein Zeichen geben würde, ja. Das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich auch die Absicht von der Challenge, dass der so schwer was zeigt, oder? Gib uns ein Zeichen. Oh. Oh. Das war auf jeden Fall oben jetzt, oder? Du hast gesagt, es sei sicher! Du hast es mir versprochen! Du hast ihn versprochen! Ach nein, er hat es ja immer noch, verdammt! Hey Mensch, es kann doch wohl nicht wahr sein! Ich bin tot! Verdammt. Komm jetzt aber, alle guten Dinge sind dry. Bist du dead? Ja. Hm. Ich stecke hier noch in der Geisterzone fest. Ah, jetzt. So, jetzt aber, Leute. Wir haben jetzt dreimal gezeigt, wie man stirbt. Jetzt zeigen wir euch dreimal, wie es ein Raichu. Ein Raichu, ey. Jetzt zeigen wir euch dreimal, ne? Wie es funktioniert. Ja, egal. Noch also, mal. Was haben wir daraus gelernt aus der Runde jetzt? Alle guten Dinge sind Raichu? Nein, vertrau niemals Levis. Ja, aber wirklich, gell? Ich gehe da extra in die Hut und freue mich so richtig. Und dann kommt der so. Okay. Oh Gott, so. Wir schaffen das jetzt. Vielleicht wäre ja eigentlich auch, Gefriertemperatur bringt nichts, ne? Ja, ja, wenn Gefriertemperaturen da sind, doch. Ja, aber jetzt gerade, weil ja die Ding nicht geht, die Sicherung. Mhm. Gib uns ein Zeichen. Ganz ehrlich, ich mache das jetzt so, ich mache alle Türen zu. Gib uns ein Zeichen. Wir haben auch immer die Voodoo-Puppe, ne? Ja. Gib uns ein Zeichen. Das heißt ja aber eigentlich, dass es ein Geist sein muss, der ja generell wenig Interaktion gibt. Oder sie haben die Interaktion einfach random runtergestellt. Also in ja, die Kassenblockierstellung. Ja, das kann sein. Kannst du auch haben. Gib uns ein Zeichen. Komm, dann drück einmal. Es kann nicht sein, dass es Herz ist. Gib uns ein Zeichen. Oh, oh, oh. Ich mach gerade alles zu, deswegen. Also es hat doch gerade irgendwo eine Tür ist aufgegangen. Ich hab's genau gehört. Ich habe eine zugemacht. Hm, war das das? Nochmal. Warst du in der Garage? Nein. Ja, dann war er das. Okay. Gib uns ein Zeichen. Warte. Hast du es gerade zugemacht?
Gib uns ein Zeichen. Hier hat es auch Versteckis hier hinten. Okay. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Jetzt habe ich Ohrwurm, ey. Schick mir ein. Ich auch. Bist du hier? Wie alt bist du? Passiv-aggressiv heute. Findest du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ähnlichen Zeichen. Das ist wie wenn er ins Berghain will, da will ich auch das Alter wissen. Machen wir einfach hier so ein paar Sachen hin. Vielleicht haben wir Glück und kriegen wenigstens einen Beweis. Ist ja echt weird. Oh nein. Nein, oh. Mama. Oh, es war nur ein Ding. Er ist hier. Ah, es war nur ein. Ja, du bist tot. Nein, ich bin doch hier. War ein Event. Ach so, okay. Es war aber hier. Der ist hier. Direkt. Hier im Vorraum. Okay. Das kann sein, ja. Er hat halt meiner Meinung nach nur die. Bist du hier? Nur die Kellertür berührt. Das Problem wie ist, dass die. Wie alt bist du? Sehr viel Sanity gezockt. Wie alt bist du? Ich hab's probiert. Der war hier, der ist mir hier entgegengekommen. Oder kann das sein, dass der die Events überall macht? Er ist hier. Okay. Was hast du hier? Beim Klavier. Was war da? 3,8, also kältere Temperaturen. Wie alt bist du? Bist du böse? Gib uns ein Zeichen. Bitte. Bitte. Bitte, 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 bitte. Ich komm mal raus. Ich komm gerade wieder rein. Ich bring noch ein Kruzi mit. Also, da hinten war. Ist es jetzt, weil die Temperatur dort kälter ist? Weißt du, dass er dort war? Oh, ein Öl. Ein Orbi? Ein Öl. Da hinten? Ja, hier im Flur eher, ne? Also hier. Genau, weil da kam er mir auch entgegen, der Sack. Genau. Ja. Also müssen wir mal gucken, wenn wir nämlich außerhalb des, also wenn wir jetzt noch zusätzlich einen anderen Beweis bekommen würden, gehe ich davon aus, dass wir einen Meiling hätten. Und? Handtuch können wir durchstreichen, Ovarke können wir durchstreichen. Und du kannst das Buch da mal reinschmeißen. Das ist schon drin. Das ist super. Und soll ich mal Ding mitbringen? Dots? Hast du die Box nicht gerade probiert? Nee, Dots. Ach so, Dots. Ja. Dots müssten eigentlich in der Garage liegen, die kannst du sonst auch umpositionieren. Okay. Wann gibt's nochmal dieses große Phasmo-Update? Das sollte 2 Wochen nach dem letzten Update kommen. Also jetzt bald, denke ich mal. Weil die hatten gesagt, dass sie die genauen Informationen zur Monkey Paw, schreib in das Buch. Quote, leaken werden, 2 Wochen nach dem letzten Update. Oh, deswegen gehe ich davon aus. Das heißt, man würde dann halt rausfinden, was die Wünsche alles für Wünsche erfüllen und für Konsequenzen haben. Okay. Aber die meisten Sachen hat man sowieso schon rausgefunden. Okay. Ich bin tot. Nein, ernsthaft? Sie ist genau auf mir gespawnt. Nein. Shit. Aber wenn ich es schaffe, dann haben wir es beide geschafft, gell? Das weiß ich gar nicht. Musst du probieren. Guck gerade. Wo ist denn der Geist? Ach so, ja, Hand ist vorbei. Toll, wie gemein. Okay, was haben wir jetzt? Ich guck gerade, ob es dort sind. Ich glaube, dort sind es nicht. Ich glaube, wir kriegen aber auch nur einen Beweis. Echt? Box hattest du probiert, Gefrier habe ich nicht gesehen. Fingerabdrücke? Haben wir nicht, ich habe ein Foto gemacht. Okay. Das heißt, wir kriegen nur einen Beweis. So wie ich das weiß, ja. Ich denke mal, dass es so ist, ja. EMF5 kann natürlich immer noch getriggert werden, könnte sein. Tatsächlich kann ich dir nicht mal sagen, was für ein Geist es ist. Ich würde tatsächlich einfach sagen, du versteckst dich irgendwo drin, wenn du kannst.
Ja. Und dann hören wir einfach mal hin, weil man könnte raushören, ob es ein Raiju ist, man könnte so raushören, ob es ein Revenant ist. Vielleicht haben wir Glück, weißt du? Also hinter das Klavier gehen oder wie? Und einfach warten. Nee, auf keinen Fall, da bin ich gerade gestorben. Okay. Er ist da direkt auf mir gespawnt. Also nach hinten in die Garage im besten Fall. Wenn du bis dahin kommst, ja. Gottes Willen, der hantet, oder? Hast du es gerade gehört? Ja, das war aber, weil er durch Salz gesteppt ist. Gottes Willen. Boah, hast du die neue Cruzi-Animation eigentlich gesehen? Nee, die musst du mir nachher mal zeigen. Oh, jetzt. Jetzt handelt er. Nee, es war es einfach nur, hat mich nur geschockt. Was soll denn das? Der schockt mich hier einfach in meinem Spinti. Bist du das? Nee, nee. Ich laufe hier gerade ein bisschen rum und warte, bis er huntet, aber die Cruzis wurden gerade getriggert. Echt? Das finde ich aber auch gut, dass sie die neue Animation gemacht haben. Die musst du dir echt mal geben. Wie Das kann ist ich so, mir die das ist doch. anschauen? Ja, nimm du mal, siehst, wie so ein Cruzi abfackelt. Aber das sieht im Prinzip so aus, als ob ein Cruzi halt abfackelt, ja. Und nicht mehr einfach nur angeknuspert wird, sondern wirklich abbrennt. Geil. Quasi eine Aufladung. Und das Gute daran ist, du hörst es jetzt auch, weil vorher hast du es ja nicht gehört, sondern nur gesehen. Und jetzt hörst du halt dieses Abfackelgeräusch, sage ich jetzt mal, vom Nice. Cruzi. Und das ist halt ein akustisches Signal für dich auch. Dann musst du nicht immer die Augen drauf halten. Hantet der jetzt, gell? Ich höre nichts. Du da? Hat die Tür geöffnet. Ja, jetzt. Nee, jetzt macht er Wasser an. Das könnten alles EMFs sein, ne? Aber ich will jetzt erstmal, dass er huntet und dann gehe ich raus. Weil nicht, dass ich jetzt rausgehe, dann huntet er, weißt. Der Zack. Er spielt Klavier für mich? Oder warst du das? Kann, glaube ich, kein Klavier spielen. Der will es richtig drauf anlegen, ne? Das ist jetzt komplett so Hot Musik. Auf einmal ist er richtig aktiv, ja? Wasser, Türe, Klavier. Und er huntet jetzt auch nicht. Also das Kruzi ist jetzt zweimal geknabbert, so wie ich das sehe. Kann ich noch mal hin oder bin ich beim nächsten Mal dead? Ich würde warten. Okay. Ich würde ein bisschen warten wenigstens, weil er sollte eigentlich gleich handeln. Sag, wenn er huntet, dann halte ich den Spinn zu. Jetzt. Kannst du irgendwas erkennen? Nicht wirklich. Also ist nicht schneller, nicht langsamer. Ich würde sagen, Taya können wir rausschmeißen. Die Ich Challenge würde sagen, Raiju kann raus. ist wirklich die Revenant Challenge kann für raus. Geldgeile, ne? So gesehen schon, ja. Wobei ich glaube auch, dass er ist vorbei. Kann's raus. Okay. Ja, das war jetzt ein bisschen Pech. Ich habe gehofft, dass wir irgendwie einen Speedgeist haben oder so, dass wir den noch so Oh, erkennen. EMF3 habe ich gehabt. Das Problem ist jetzt hier sowas zu erkennen. Oh, voll schwer. EMF2. EMF2, 3. Boah, wie oft der die Tür bewegt gerade. Er wird gleich wieder handeln. Hier EMF3. Geh mal. Der legt es gerade richtig drauf an. Also der macht richtig viel Türe angefummel. Der ist jetzt, wo du dead bist, richtig aktiv. Außerdem ist er ein Wasserverschwender. Also wir haben jetzt Banshee Mare, Yura Yokai oder Onryo. Aber ich glaube, dass wir so jetzt rein vom Hören können wir da keinen rausfinden. Also müssen wir guessen. Ja. Okay, dann warte ich kurz, bis er gehuntet hat, dann gehe ich. Können wir gleich mal die Monkey Paw testen. Ja. Hast du eigentlich irgendwas schon geäußert an Wünschen? Also hast du da irgendwas rausgefunden schon? Ja, du? Ja, kommt eigentlich schon fast so gut wie alles, glaube ich. Also fast schon alles, ja. Aber was hast du da gemacht letztens mit Lara? Ich bin blind geworden, weil ich Weil du wissen wolltest. ja. Okay, alles Dann klar. habe Hat ich dein sie Chat dir das gesagt? wiederbelebt. Ja, dann habe ich mich wiederbelebt oder sie? Ja.
Touch dir gerade. Danke, Trasi. Trashy. Danke, Trashy. Was macht er? Er huntet gerade. Also jemand sagt, es klingt für mich nach Shade. Shade kannst du halt nicht raushören. Und Shade ist auch, glaube ich, Shade ist gar nicht mehr im Rennen. Wobei, kann's raus. Ich würde sagen, lass raten. Okay. Gib uns ein Zeichen, gib uns ein Zeichen, gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen, gib mir ein Zeichen, gib mir ein Zeichen, gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen, gib mir ein Zeichen, gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Was meinst du? Gib mir ein Zeichen, gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen, gib mir ein Zeichen. Ich gehe jetzt. Tschüss. Okay. Gib mir ein Zeichen. Uhuhu. So. Okay. Schade, voll komische, ruhige Geister. Ist halt sehr schwer rauszufinden, wenn du keine Räucherstäbchen hast und keine Kerzen. Ja. Aber dafür ist es ja auch der Challenge-Mode, ne? Ja. Also, ich glaube, dass sich so viel, wie der gefummelt hat, müssten das doch eigentlich EMFs sein, oder? Also ich glaube, dass wir hier sowas wie einen Wahnsinn-Modus haben und nur einen Beweis kriegen und das wäre dann der Orb. Und wenn der Orb von Mimic ist? Dann könnte es nur noch Gefrier sein. Oh, wir hatten Dots! Hatten wir? Wir hatten Dots. 100 pro hatten wir Dots. Oh, okay. Das grenzt natürlich schon ein paar Geister ein. Ja, Banshee oder Yokai. Krass, dann kriegst du ja doch zwei Beweise. Okay. Dann ist es nur die Schonfrist, die reduziert ist. Also haben wir zwei Beweise. Vielleicht haben wir auch drei Beweise. Schon wieder Dots. Weißt du was? Ich hatte nämlich vorhin so einen kleinen Verdacht, dass wir ja Gefriertemperaturen hatten. Den Gefriert habe. Ist nur ein Verdacht. Ich könnte mich komplett irren. Deswegen gehe ich jetzt einfach auf Yurei. Puh, okay. Let's go. Ich habe auch eingetragen. Bist du dabei? Okay. Bitte. Aber es ist gut, dass wir wissen, dass wir zwei kriegen. Ja. Macht schon mal deutlich angenehmer. So. Bitte. Boom, Yokai. Das ist mein Yokai. Ja gut, aber zwei Beweise ist schon mal hilfreicher. Ja, nochmal. Dann machen wir nochmal eine, ne? Ja. Das schaffen. Ah gut, dann wissen wir wenigstens, dass wir noch zwei suchen müssen. Man muss einfach nur Geduld haben manchmal. So, dann gucken wir mal direkt. Oh, ja, wir müssen irgendwie einen Weg finden, den Geist schnell zu finden. Ich würde sagen, Gefriertemperaturen. Ist zwar nicht mein bester Freund, aber den nehme ich jetzt. Also trotzdem zählen die Gefriertemperatur, auch wenn die Sicherung kaputt ist, wenn es an einer Stelle sehr kalt ist. Ja, also Gefriertemperaturen bekommst du generell auch, gib egal. Gib uns ein Zeichen. Davon, okay. Genau, unabhängig von Sicherungskasten. Gib uns ein Zeichen. Achso, das wusste ich gar nicht. Gib uns ein Zeichen. So, hier ist kein Versteck. Gib uns ein Zeichen. Auch kein Versteck. Gib uns ein Zeichen. Mal am besten alle Türen zu, wenn du irgendwo fertig bist. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Oben, okay. Oben im Bad. Hinten rechts im Bad oben. Was hast du eben F-mäßig? Na, zwei. Der ist hier vorne. Bist du hier? Jetzt spam ihn voll, jetzt müssen wir raus. Wie alt bist du? Lass dich kurz alleine. Wie alt bist du? Bist du böse? Okay, ich lasse ihn mal hier liegen. Sollen wir schon mal direkt vielleicht auch Ding holen? Ich hole direkt mal Kamerastativ und Dots. Genau, ja. Dann gucke ich mal, dass ich hier mal das Buch nehme und die Finger drücke. Yay. Let's go. Okay. So, mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück und kriegen direkt Fingerabdrücke. Und dann will ich noch, was wollte ich noch? Dots. Let's go. Eine Fingerabdrücke. Ich komme mit der Kamera. Wie ich dich da runterflitzen sehe. So. Ich bin's, Speedy Gonzales.
Speedy B, Speedy Bo, wie schnell die Maus mit dem größten Po. Und mal ein paar Kruzis hin und Salz. Ist die Frage, an welche Seite stelle ich jetzt das, ne? Ist da draußen gerade Herbs gesehen? Nee. Vielleicht ist jetzt in den Raum rein oder ein bisschen. Ja, kurz umgucken, ob du im Gang vielleicht Orb siehst, das ist er. Ja, da war ein Orb, oder? Hier im Gang? Da ist doch ein Orb, oder nicht? Nö. Ach nee, okay, das ist die Lampe. Oh, ich hab's gerade nur parallel so Riemschneiper-mäßig gesehen. Dann packe ich die mal hier hin und mach die Dots hier hin. Vielleicht redest du nochmal mit ihm? Jo. Gib uns ein Zeichen. Du? Bist du hier? Bist du hier? Was willst du? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Bist du hier? Was willst du? Irgendwas gemacht hier gerade. Irgendwas hat er berührt. Okay, er ist in Salz gesteppt, wir haben keinen... Oh nein! Oh, das war ein Event. Oh Gott. Ich guck mal nach Dots. Oh Gott. Jo. Oh, Kruzi ist abgefackelt. Oh mein Gott. EMF 5. Oh nice. EMF 5. So, ich guck es mal nach Dots. Vielleicht Fingerabdrücke, weil er so viel angeriffelt. Habe ich schon geguckt, aber nichts gesehen. Na, guck du mal weiter nach Dots. Guck mal hier, ob wir vielleicht ein bisschen Glück haben. Buch ist auch noch nichts, Gefrier. Nein. Aber wenn wir zwei Beweise bekommen, ja, dann können wir auf jeden Fall Albtraummodus spielen und können halt ein paar Geister ausschließen direkt schon, und zwar die mit Gefrier und Box, also den Zwilling. Ja. Genauso wie Orbs ist ja auch nicht, ne? Nee, aber vielleicht muss es auch in die andere Richtung, die Kamera. Ja, kann sein. Den Djinn müssten wir eigentlich auch... Oh, er huntet. Er huntet. Nee, war nur ein Ding. Ein Event. Oder? Okay. Nee, ja, es war nur ein Event. Ich nehme mal eine Fotokamera mit. Und Gefrier haben wir drin, gell? Ja, haben wir genau, Thermometer haben wir drin, ja. Kann ich reinkommen oder ist es too dangerous? Ich würde sagen, warte auf den nächsten Hunt vor der Tür. Weil er hat gerade zweimal Kruzi angefressen, das heißt, er wird gleich loslegen. Aber haben wir nicht noch einen Kruzi drin? Ja, kann sein. Haben wir zwei reingebracht? Ich glaube, das andere ist im Truck noch, oder? Nee, ich glaube, das liegt vor der Tür, sonst bringe ich das mit. Check das nochmal. Ich glaube nämlich, das war im Truck. Ah, ist im Truck. Ich bring's mit. acht Event. Dort sind's nicht. Er ist ja sicher in einem Raum, gell? Er ist nicht im Flur. Also ich höre die ganze Zeit die Türen hier. Jetzt handelt er. Ich sehe ihn hier aber nicht im Raum. Ist wieder vorbei. Ich glaube, wir haben einen Mining. Nee. Er huntet noch. Ich schmeiß jetzt gleich mal das Ding rein. Ich sag, wir haben Mining. Warum? Warte. Mining wäre ja noch Fingerabdrücke und Geisterbuch. Ich glaube, es ist vorbei. Meilen wäre Fingerabdrücke und Geisterbuch. Mhm. Ist vorbei. Ich habe ich jetzt nicht gesehen. Ich schmeiß mal schnell nochmal oben das Kruzi rein, ja? Jo. Am besten einfach hier, wo das Alte liegt. Aber dann ist er ja vielleicht doch mehr im Flur, oder? Hier ist auf jeden Fall ein Versteck, falls wir hier schnell rein müssen. Nee, weil das Thermometer zeigt halt, dass hier die die kalten Temperaturen sind. Keine Gefrier, aber kalte Temperaturen. Mach trotzdem hier nochmal eine Kamera hin, vielleicht sehen wir doch noch was. Fingerabdrückchen, wo ist die? Nicht hier drin? Doch da.
Gib also uns ein Zeichen. Im Prinzip müssen wir Geisterbuch bekommen. Ich muss es doch in den Spirit Flur rein. Shade oder Mailing. Im Prinzip muss es das Buch sein. Schreib in das Buch. Soll ich nochmal das zweite holen für den Fall der Fälle? Kann man machen, ja. Oh nein. Hand. Scheiße. Ist es ein Hand? Ja. Ich bin jetzt hinterm Klavier. Wenn ich sterbe, bist du schuld. Nee, nee, ich habe ihn gerade weggelockt von dir. Danke, das ist lieb. Also deine Frau... Wollt ihr halt hinterher? Deine Frau sagt auch, dass es ein Mühling ist. Ich überlege gerade, weil... Ja, ich muss gleich die EMF-Geräte ausmachen, dann höre ich es besser. Genau, jetzt sind die beide aus und dann hört man es auch gleich. Ist er weg? Übrigens. Okay. Ja, ja. Weil es wären halt, wie gesagt, Fingerabdrücke und... Buch. Genau. Wo ist die UV-Lampe hin? Die war doch hier. Ich habe die mitgenommen. Ach so. In Angst. Und Panik. Ich würde... Hm? Oh, er huntet. Oh mein Gott, ja, ist genau in dem Raum. Bitte sterb nicht. Ich würde schon sagen, dass es Mailing ist. Also ich bin da relativ sicher bei Mailing. 90% würde ich sagen. Okay. Eigentlich schon fast wirklich 95. Aber wir lassen mal die 5% offen, weil ich kann mich irren. Mhm. Aber die Steps sind verdammt leise und nicht weit zu hören. Okay, er hat aufgehört. Pack kurz das Buch nochmal rein. Also er ist auf jeden Fall im Raum hinten in der Ecke. Mhm. Hier. Vielleicht sollten wir da auch das Kruzi reinschmeißen. Schreib in das Buch. Dass die Fingerabdrücke so eingestellt sind. Du hast nicht zufällig die UV dabei, oder? Doch. Ja. Nice, nice. Danke, danke. Wo kann man sich noch verstecken? Im Schrank einfach hier. Ah. Gut. Licht aus am besten. Mach jetzt alle seine Türen zu. Schreib in das Buch. Achte mal auf das Kruzi, vielleicht siehst du es ja. Oh ja, nice. Krass, ne? Ja, das ist nice. Okay, lass mal die Türen zumachen. Das war jetzt echt auf ein Wort. Achte auf das Kruzi und es brennt. Oh Gott. Okay, du achtest jetzt nochmal auf die Steps, oder? Ja. Ja. Soll ich ein bisschen triggern? Ja, es ist halt das Krut. Oh. Doch, ich bin bei Mailing. Okay. Also ich bin da schon relativ sicher jetzt bei Mailing. Dann lass uns das einloggen. Hat er aufgehört? Am Ende ist es ein Shade. Ja, eigentlich nicht. Soll ich mal testen? Ja. Lass los. Woran hast du das jetzt getestet? Ich hab's nur gehört an der Tür, die er berührt hat. Und raus hier, schnell! Also Mühli. Und was gibt dir jetzt den Grund, dass es ein Mühli ist? Anhand der Steps kannst du es hören, weil der Mailing ist ja im Prinzip, muss ja vorstellen, du hörst halt jeden anderen Geist bis zu 20 Meter weit, also seine Schritte. Ist wichtig, die Schritte. Nicht das Grummeln oder nicht das Stöhnen, ja, sondern nur die Schritte sind wichtig. Und du hörst jeden anderen Geist bis zu 20 Meter weit, aber nur den Mailing hörst du nur 10 Meter weit seine Schritte. Okay. Dann logge ich das ein. Deswegen würde ich jetzt einfach mal zu 95% Mailing sagen.
Deine Frau sagt, wir sollen noch ein paar Tests machen, um die anderen Geister auszuschließen. Ja, kannst du nicht, weil wir keine Räucherstäbchen für Spirit haben und keine Sanity-Pillen für Shade. Tja. Deswegen müssen wir jetzt mit Meiling gehen. Ja! Nice, GG. It's a Mühling. Und was bedeutet das jetzt, dass wir jetzt... Was ja. hab ich vorhin gesagt? Ich habe vorhin gesagt, vertrau Levis. Komm nochmal, ich will das jetzt schaffen. Nochmal? Ich will jetzt 3000, ich bin geldgeil. Ja, okay, gib ihn, komm. Komm, wir schaffen das, Levi. Ist ja nicht so, als ob es bald resettet wird. Aber das Geld auch? Ja, klar. Nein! Deswegen verstehe ich auch nicht, wieso sie diesen Modus jetzt rausgebracht haben. Es bringt einfach mal absolut gar auch nichts. Auch alle Gegenstände, alles. Ja. Und dann kann ich komplett. Ja davor nochmal richtig shoppen gehen. Aber nicht die Trophäen. Die Trophäen bleiben, ne? Ja! Immerhin etwas. Egal, für die ja. Ehre. Immerhin. Immer für die Ehre. Ich nehme auch nochmal ein EMF mit. Lass mal ein bisschen effizienter spielen. Okay. Du machst jetzt das Erdgeschoss, ich mache jetzt oben. Okay, gib. Oh, er ist hier. Direkt hier. Ja, EMF. Oh, fuck. Was? Oh Gott. Ja. Direkt die Wind hier. Da geht er richtig ab hier. Wo hat er denn was gemacht? Hier, genau. Bist du hier? Wie so, alt bist du? Kann schneller. Okay, Geisterbox old. Nice. Geisterbox. Sehr gut. Geisterbox. Die kam aus dem Flur. Ich hol direkt alles, was wir brauchen. Hast du EMF drin? Ja. Gut, dann schmeiß ich meins weg und hol direkt dort so eine Box. Geisterbox Flur. Okay. Temperaturen sind jetzt nicht wirklich. Deine Gauner, ey. Wo steckst du? Die war aggro. Normalerweise könnte man jetzt sagen, kein Shade, aber das Problem ist, wir sind so low sanity, ich weiß gar nicht, wie viel wir haben, dass man nicht mal hundertprozentig sagen könnte, dass es jetzt keine Shade war. Schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt... Aber Shade ist eh raus. Okay, auf jeden Fall. Hier, die hat hier was geschmissen. Ja, ich denke eher Küchenbereich auch, oder? Echt, meinst du? Weil die hat dir gerade was geschmissen. Wo denn? Oh, Salz gesteppt, kein Gespenst. Also glaubst du doch eher, dass die hier vorne ist? Ich gehe mal davon aus, ich packe das Buch hier einfach mal hin. Okay, jetzt müssen wir mal rausfinden. Wurmzwilling, okay, ja gut. Wenn wir das Glück haben, nochmal ein Geist-Event zu bekommen, könnte ich ein Foto machen. Okay. Wenn wir so gib halt uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Müssen wir mal gucken, wo Verstecke sind, bevor wir jetzt hier... Mhm. Oh, ich habe Orb als Beweis eingetragen statt Box. Dankeschön. Die kleinen Süßis. So, dann lass mich mal luchken. Ob wir hier irgendwas haben. Keine Ordner. Nee, du das Buch ein bisschen weiter vor zum Sofa packen könntest, würde ich sogar über die Kamera sehen, wenn er ins Buch schreiben sollte. Weiter zum Sofa? Ja, also genau hier da. Ja. Perfekt. Dann sehe ich nämlich, wenn sich der Stift bewegt, aber Dots haben wir auch noch nicht. Versuch mal einen Onryo-Test zu machen. Du hast ja nämlich im Haus hast du ja Kerzen. Wir haben hier ja keine Kerzen, leider. Machen wir Haus, haben wir Kerzen. Die können wir nutzen. Heißt es, ich mache einfach, zünd jetzt einfach ein Ding an und dann? Im Prinzip nehmen wir jetzt die Kerzen, die hier im Haus sind. Und Onryos, Kerzen sind ja für Onryos wie Kruzis. Mhm. Also können Sie jetzt so eine Kerze nehmen hier, die ist jetzt angezündet. In meiner Hand. Dann machen wir die hier hin zum Beispiel, machen wir hier ein Kruzi hin, damit wir schön den ganzen Bereich hier einmal abdecken können. Das passt dann und dann suchen wir uns noch eine Kerze. Ich muss jetzt mal überlegen, wo war nochmal eine? Ich glaube, oben nochmal. Ich habe Angst, der gleich handelt. Naja, es sind ja genug Kruzis eigentlich auf dem Boden. Okay. So, ich denke mal, dass der Bereich jetzt relativ safe ist. Die Frage ist, ob er von hier aus dem Wohnzimmer kommt oder ob er von hier kommt. Deswegen würde ich hier auch nochmal eine Kerze anmachen. Hast du noch ein EMF? Ah, ich habe eins. Gib uns ein Zeichen. Oh, das war zwar hier. EMF 2. Mhm.
Immerhin macht er, was er mit ihm redet. Gib uns ein Zeichen. Schreib in das Buch. Deine Fingerabdrücke. Wir müssen ein Versteck suchen. Hier ist keins. Hm. Kerz ist aus, sagen die Leute. Vielleicht haben wir Glück und es ist im... Kerz ist aus. Achso. Ach ja, da. Genau. Das bedeutet? Wir warten einfach. Im Endeffekt, Kerze ist nur, dient nur zum Schutz. Heißt, wenn das Kruzi jetzt angeknabbert wird, bevor die Kerze ausgepustet ist, also bei brennender Kerze, haben wir keinen Unreal. Crazy. Weil Kerze hat höhere Priorität als das Kruzi für ein Unreal. Hinterm Kühlschrank können wir uns verstecken, oder? In einem Kühlschrank? Mhm. Ja, das würde gehen. Dort sehe ich... Ja, funktioniert, so lange bis er halt herläuft, ne? Ja. Dort sehe ich ja auch, wenn ich jetzt einfach von hier aus in die Dots glotz, gell? Wir haben Tarotkarten! Aha, das machen wir doch gleich mal, du, was denn da los? Was willst du damit machen jetzt? Na, ein bisschen hier Okkultismus mit dir. Was denkst denn du? Komm mal her. Nein! Na, komm mal her jetzt, die okkulte Stunde geht los. Gib uns ein Zeichen. Warte mal kurz. Hat die was umgeschmissen? Ich werde mal ganz kurz hier unten gucken, ob wir hier... Wir haben auch hier kein Versteck. Haben wir in der Garage ein Versteck? Bestimmt. Muss auch irgendwie ein Versteck haben. Oh. Das ist eine Hand. Oh nein. Oh nein, oh nein. Ich komme mit rein. Mach zu. Nein, du! Nein! Nein! Es ist ein Deo! Es ist ein Deo! Es ist ein Deo! Wähl den Deo ein! Nein! Scheiße! Nein, der hat uns wirklich in die Ecke gedrängt. Weißt du, wer stirbt von einem Deo? Nur wir beide. Oh Gott. Oh Gott. Aber zählt es jetzt? Hattest du eigentlich mit Keys Escape gespielt? Escape? The Escape Together? Ja. Ich hatte das nämlich zwischenzeitlich auch mal gezockt. Das Backrooms? Nee, nicht das Backrooms, dieses The Escape Together, dieses, wo du halt so Rätsel lösen musst in dem Ach Haus. Ach so, ja, doch, das haben wir schon gespielt, klar, genau, ja. Schon beide Maps durch. Ja. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Der Vorteil ist, wir haben hier ein Versteck. Mach mal nix auf. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Geist, gib uns ein Zeichen. Hier ist ein Ball. Gib uns ein Zeichen. Es ist ruhig. Gib uns ein Zeichen. Ah, hier. Oben. Oben, ne? Oben. Oh ja. Radio, oder was ja, höre ich da? Oben. Oben, ganz wild. Ja, hier. Da am Schrank hat er rumgefummelt. Bist du hier? Ah, okay, ich weiß, dass du hier bist, aber wie alt bist du? Wie alt bist du? Okay, Box. Okay, nice. Ich hole mal, wie immer, alles andere, was wir brauchen. Jo. Ich hol Stativ und Kamera und Dots. Der ist ja ganz schön aktiv, der kleine Schlingel, du. So, ich habe mal Fotos gemacht von der Tür. Mhm. Und keine Fingerabdrücke. No finger. No Oni. Wir haben Box, hast du gesagt. Ja. Ne? B-B-Box. Okay. Sollen wir vielleicht oben ein Kruzi hinschmeißen? Ich hänge in meinem Leben. Ich habe da eins hingelegt. Hat's eigentlich für dich auch gezählt? Oh. Ops. Ja, wenn es für dich gezählt hat. Wir haben Ops. Nice. Könnte jetzt ein Mimik sein. Wir müssen nochmal nach Fingerprints und Gefrier checken, wobei ich das eigentlich schon gecheckt habe. Okay. Ja. Geister. Mare Yokai Onryo. Okay, wir können einen Onryo-Test machen. Wieder mit der Kerze. Und den der Onryo-Test. Mich würde aber trotzdem noch mal interessieren. Ah, ne, ich glaube, wir kriegen nicht drei Beweise. Wir kriegen schon nur zwei.
Ist Problem schon... ist, wenn es Flurgeist ist, dann ist das echt schwer mit dem Onryo-Test. Wir probieren es trotzdem. Was ist der Onryo-Test? Was ich eben gerade meinte mit den Kerzen und den Kruzis. Und... Dots und sowas kann es auch nicht mehr sein, wenn es ein Mimik ist. Also nur noch Fingerabdrücke können wir jetzt ausschließen. Und Gefrier. Genau. Okay, und sind schon zwei Kruzis oben? Ja. Gut, dann komme ich jetzt hoch. Dann gucke ich mal nach Gefrierli. Der Oreo-Test. Dippe es in Milch und guck, ob es sich aufsaugt. Lecker. Lecker. So 4 Grad, 3 Grad, 7 Grad. Das ist immer ein Phänomen, wenn der Chat über Essen redet. Ja. 3 Grad sind es. 9 Grad, 4 Grad, 8 Grad. Gib uns ein Zeichen. Fingerprints. Gib uns ein Zeichen. In dem Zimmer ist ein Versteck. Okay. Da passiert was. Ah, ne, das ist nur das Kruzi gewesen. Gib uns ein Zeichen. Das Kruzi? Okay, interessant. Da müssen wir, lass mal ganz kurz in den Schrank. Warum? Wo bist du? Onryos ist nicht, 100%. Wo bist du? Ja. Müssen wir rausfinden, ob es ein Yokai oder Maris ist. Oh, wie sollen wir das denn rausfinden? Wie sollen wir das denn rausfinden? Das werden wir doch nicht rausfinden. Also ein Onryo sagst du, ist es nicht. Nee, kann es nicht sein. Woher weißt du das jetzt? Weil die Kerze gebrannt hat, aber das Kruzi wurde angeknabbert. Okay. Und ein Onryo kann nicht die Kerze ignorieren. Er muss erst die Kerze auspusten und darf dann erst das Kruzi anknabbern. Also kann es auch kein Mimik mehr sein. Ja, Mimik. Die Frage ist halt, bekommen wir nur 2 Beweise oder 3? Das ist halt hier die Frage, ne? Ich glaube nur 2. Ich glaube auch nur 2. Aber jetzt Mare und von einem Yokai zu unterscheiden, das geht eigentlich, also ja, es geht, ich könnte mich opfern. Wobei, es ist ja eigentlich egal, wenn wir sterben, oder? Wir müssen ja nur den richtigen Geist rausfinden, richtig? Also bei dir war auch 2 von 3 jetzt. Bei mir ist, ja, auch 2 von 3. Okay. Bei mir steht das, was bei dir ist. Und ja gut, komm, ich opfer mich. Bleib mal hier. Aber was soll ich dann tun? Bleib doch kurz hier. Was soll ich denn tun? Oh, da wollte er wieder handeln. Ey. Also jemand sagt, als ich Challenge gemacht habe, waren es 3 Beweise. Ja? War das die Challenge? Ganz sicher? Was? Dann müssten wir theoretisch entweder ein Buch bekommen oder Dots. Hast du Dots aufgestellt? Ja, deswegen lass mich nochmal gleich runtergehen. Huntet der gerade? Nö. Kann ich gehen? Ja. Okay, dann gucke ich jetzt mal. Buch ist auch dort, ne? Nein. Lauf, fuck. Lauf. Wohin soll ich denn? Hinter Kamin, okay. Kamin, versteck Kamin. Wo ist der Kamin? Hier, wo ich bin. Ist dein Licht aus? Ja, ne? Ja. Heu leise! Ich mach den Yokai-Test. Hallo? Hallo? Are you there? Willst du denn nicht ohne mich machen? Ist es nicht egal, ob wir sterben? Wir kriegen doch trotzdem die Challenge. Und du verlierst ja kein Geld. Hast du Angst? Ja. Kann ich gehen? Ja. Dann mach den Test gerne jetzt. Ich will nicht sterben. Kennst du absolut gar keine Nachteile davon. Nur Vorteile. Aber ich sehe auch leider keinen. Haben wir überhaupt ein Buch reingebracht? Ja, müsste. Ich sehe keins. Soll ich eins bringen? Oh ja, wäre gut. Das ist kein Buch, hä? War doch relativ sicher, dass wir ein Buch hatten. Oh Gott, der hantet jetzt bestimmt gleich. Dann gehen wir runter. Oh, Kruzi wurde angeknabbert. Ah gut, dann habe ich noch Zeit. Einfach auf dem Boden hier. Ah, ich will raus. Als ob man nicht durchs Fenster springen kann, wenn der Kackgeist die Tür zumacht. Normalerweise schon, aber naja, Logik, ne? So, dann lass mal lurken.
Weißt du eigentlich, wann Outlast Trials rauskommen soll? Nee, ich habe gar nichts mehr gehört. Das weiß man nicht, ne? Ich bin so traurig. Gar nichts mehr. Ich mach jetzt Yokai-Test und dann können wir abfahren. Und dann machen wir noch Monkey Paw. Monkey Paw. Hast du das gerade? Oh, da war ein Orb. Achso, du hast. Wir haben Orb, okay. Wie war ich das gerade? Vielleicht müssen wir die Kamera doch mal in die andere Richtung lenken. Weil die Orbs sind jetzt weg. Ah, da sind sie wieder. Ich glaube, die Kamera müssen wir fast auf die andere Stelle packen, weil ich dachte, dass der da gerade vielleicht vorbeigelaufen ist. Ah, das wäre nicht so schlimm, weil er läuft ja. Er ist ja im Flurgeist. Also im Prinzip müssten wir Dots sehen, früher oder später, wenn er Dots hat. Das würde bedeuten, dass er ein Yokai wäre. Ansonsten wäre es Mare. Müsste nochmal ins Buch vielleicht sonst glubschen. Oder lass ihn nochmal handen. Ja, irgendwie will er gerade nicht, ne? Nee. Hallo? War vielleicht gerade Buch? Ich schau mal. Nö. Nope. Ich mache einen Yokai-Test, weil er handelt. Okay. Hallo, hallo? Test. Yokai, are you there? Und woran siehst du das dann? Der Yokai ist so, nennen wir es jetzt einfach mal so, halb blind, halb taub. Er hört halt. Nee. Ich hab die Tür doch okay. Jetzt. Ah, der kommt von hinten, vom Zimmer. Machen wir kurz einen Test. Er muss schon runterkommen. Ja, läuft die Kamera. Jetzt kommt er runter. Wenn er nicht einmal irgendein Licht angemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ein Mare ist. Okay. Glaubst du? Ja. Woran? Weißt du das? Weil ich während des Hans meine Taschenlampe angelassen habe, sie auch geflackert hat, aber der Yokai erkennt elektronische Gegenstände in deiner Hand oder deine Stimme nur 2 Meter um dich herum. Ah. Deswegen meine ich, er ist so ein bisschen halb blind, halb taub, weil er erst dann etwas mitbekommt von deiner Stimme oder deine Stimme aufspüren kann und deine elektronischen Geräte, die du in der Hand hältst, wie eine Taschenlampe, wenn er halt 2 Meter von dir entfernt ist nur noch. Und deine Frau sagt, wenn er nicht einmal irgendein Licht angemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es eine Mare ist. Der Mare kann kein Licht anschalten, aber, und jetzt kommt das Aber, wir haben auch keinen Stromkasten, der ist defekt. Buch? Ich glaube, er hat gerade das Buch geschmissen oder reingemalt. Jetzt huntet er. Guck gleich, er huntet gerade. Im Buch ist gerade irgendwas passiert. Also wenn er es weggekickt hat, das Buch, kann es dann sein, dass es entweder Buch ist oder nicht Buch. Wenn es weggekickt wurde, ist es eigentlich nicht Buch. Aber das hängt halt davon ab, ob wir jetzt 2 oder 3 Beweise bekommen. Okay. Er huntet noch. Im Buch ist gerade irgendwas passiert. Das habe ich gesehen. Safe, Yokai. Safe. Okay. Ich glaube, er hat das Buch auch weggeschmissen. Guck mal. Du musst... Ja, er kann es kommen, er handelt nicht mehr. Ja, ich sag, ja. Es ist ein Yokai. Ja, das Buch hat auch weggekickt, weil es hat sich wirklich bewegt. Ich habe gerade die ganze Zeit die Taschenlampe angelassen und er ist durch das Esszimmer in den Keller gelaufen und ist nicht zu mir gekommen. Und das Buch hat er auch weggeschmissen. Es ist ein Yokot. Ein Yokai. Ja! Sehr gut. Sehr gut. Okay. Ja, und Yokai. Ja, 3000. Geil. Ja, 30 Level, nice. Und $3000. Das lob ich mir. Ja, Leute, das war die Schwierigkeitsherausforderung. Geisteszustand, Überlebenskunst. Danke an dich, Levis. Und unten in der Beschreibung findet ihr alle seine Kanäle. Und als nächstes gibt es dann noch mal ein paar Infos zur Affenpaw. Und nice. Jetzt raus!